Auf der ganzen Welt gibt es nur wenige Marken, die noch nie das Bild von ihrem Logo verändert haben. Einige haben zwar nur kleine Änderungen vorgenommen, aber andere sind so groß, dass man denken würde, dass es gar nicht mehr dieselbe Marke ist. Deshalb habe ich heute für euch vier Logos, die sich drastisch verändert haben oder sich noch ändern werden. Ich wünsche euch viel Spaß. Fangen wir an mit einem Unternehmen, das rund 500 Millionen Menschen auf der ganzen Welt nutzen, Instagram. Instagram ist im Jahr 2010 gegründet worden. Die eigentliche Idee hinter Instagram war, dass professionelle Fotografen dort ihre Arbeit verrichten. Doch dies änderte sich im Jahr 2012, als Facebook für 1 Milliarde Dollar Instagram abkaufte. Wenn wir uns das alte Logo von Instagram mal genauer anschauen, sehen wir eine alte Retro-Kamera, doch diese wurde durch das heutige Logo eingetauscht. Heute ist das Logo von Instagram ganz anders als früher erworben. Das neue Instagram-Logo stellt ein einfaches Viereck mit einem Kreis und einem Punkt dar, der nun die Kamera symbolisieren soll. Die Regenbogenfarben sind erhalten geblieben, jedoch nur greller. Sie sollen die farbenfrohen Inhalte der Community widerspiegeln, heißt es vom Unternehmen. Obwohl das neueste Logo nicht einmal älter als 5 Jahre ist, plant Instagram schon neue Arbeiten an dem neuen Logo, was im Jahr 2018 erscheinen soll. Weiter geht's mit einer ebenfalls bekannten Marke. McDonald's hatte in den Jahren sehr viele Veränderungen an seinen Logos vorgenommen. Das erste Logo, was im Jahr 1952 erstellt worden ist, bestand aus nur einem goldenen Bogen, der aber zweimal übergroß an dem Gebäude angebracht war. Und auf dem Logo war ein kleiner Koch zu sehen, der ein Schild in der Hand hielt, wo drauf stand "I'm Speedy". Im Jahr 1960 änderte McDonald's dann zum ersten Mal das Logo zu einem M mit einem Strich drin. Seitdem behielt McDonald's immer einen Teil von diesem Logo, worauf jetzt auf allen Produkten ein großes M zu sehen ist. Aber in vielen Teilen der Welt, vor allem in Deutschland, änderte McDonald's auch seine Farbe von rot nach dunkelgrün. Der Grund für diese Änderung ist, dass McDonald's ausdrücken will, dass es auch ein Ort der gesunden Nahrung ist, die sich viel mit der Umwelt beschäftigen. Nicht umsonst verkauft McDonald's immer öfter auch vegetarische Produkte. Ein anderes Unternehmen, was auch viele Renovierungen an seinem Logo vorgenommen hat, ist das Cola-Pepsi-Unternehmen, was im Jahr 1898 gegründet worden ist. Vor ungefähr 119 Jahren hat das Logo noch ganz anders ausgesehen, was man heute gar nicht mehr erkennen würde. Es sah früher viel aggressiver und abstrakter aus. Mit der Zeit wurde das Logo dann immer persönlicher und im Jahr 1950 nahm es die Strukturen, wie wir es heute kennen. Von Recherchen her habe ich erfahren, dass das neue Pepsi-Logo in Zukunft genauso aussehen könnte. Da kommen wir auch schon zu der Nummer 4. Der Marktführer Apple verfügt ebenfalls über eine glänzende Geschichte der Logos. Ob man es glaubt oder nicht, aber im Jahr 1976 sah das originale Apple-Logo noch genau so aus. Das alte Apple-Logo stellt Isaac Newton dar, wie er unter einem Baum sitzt und ihm ein Apfel auf den Kopf fällt. Daher kommt auch ursprünglich der Apfel des heutigen Logos her. Apple war das Bild mit Newton jedoch zu viel. Sie wollten ein schlichtes, einfaches Logo. So entschieden sie sich für den Apfel und änderten in den Jahren eigentlich nur die Farbe des Apfels. Gut, dass Apple nur bei den Apfel geblieben ist, weil stellt euch mal vor, ihr hättet auf euren Computer oder auf dem Handy einen Mann sitzen, auf den gleich ein Apfel fällt. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, was ihr von den neuen Logos haltet. Und zu guter Letzt kommen wir noch zu den zwei Gewinnern von den 25 Euro Google Play Karten, die per Zufallsgenerator entschieden worden sind. Gewonnen hat zum ersten der Jordan und zum zweiten der ID Gamer. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Ich werde euch den Google Play Code schon längst zugeschickt haben. Ihr müsst einfach bei euch in den YouTube Nachrichten gucken. Ja, und an alle, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.